Moin, alles Modellbau Keller. Heute wieder ein wunderschönes altes Märklin-Stück, die Baureihe 86, Entschuldigung, mit der Artikelnummer 3096. Die junge Dame soll ein Youngtimer werden, und zwar mit einem MFX-Decoder. Dazu werden wir das Gehäuse wie immer öffnen. Bei den alten Loks wie immer Schraube zentral, und dann haben wir jetzt hier schon die alte Elektrik vor uns mit Umschalter. Wir werden komplette Antriebseinheit ausbauen und die Verkabelung, und dann bekommt sie ein Lokpilot V5. Und zwar 59616, das ist einer mit einer 6-poligen Schnittstelle. Kann man auch eine 8-polige nehmen, weil man den Schnittstellenstecker hier abschneidet, weil die so klein ist, dass wir sie intern verdrahten können. Wir bekommen dann noch einen Hochleistungsantrieb Gleichstrom 60944 dort rein. Das sind die verwendeten Komponenten. Also ein einfacher Umbau, den kann man auch mal so zu Beginn eines, wenn man noch nicht viel umgebaut hat, gerne mal probieren. Als erstes nehmen wir die Kohle und die Bürste raus aus dem alten Motor. Danach lösen wir die Schrauben des Antriebs. Und die des Umschalters. Wir werden das Kabel, was unten zum Schleifer geht, werden wir gleich abschneiden. Und wir werden das jetzt mal vorsichtig hier ausbauen. Ich sehe gerade, wir haben hier noch einen Springring drauf. Den lösen wir, damit das einfacher nachher zu demontieren geht. Wir haben nun alles ausgebaut. Das Einzige, was noch fest sitzt, ist der Anker. Den habe ich auch erstmal drin gelassen, weil da sehen wir, das Modell ist verharzt, sagt man dazu. Also das bewegt sich nicht. Da müssen wir jetzt, wir werden dazu auch noch den Schleifer demontieren, weil wir ja unten Wir müssen ja hier den roten Draht anlöten. Dazu werden wir auch noch diese Attrappe hier unten lösen müssen, damit wir hier einen neuen Draht anlöten. Wir bekommen auch noch zwei neue Haftreifen bei der Lok. Die sind schon etwas alt. Wir reinigen alle Laufflächen jetzt gleich mit Alkohol. Wir werden auch den Motor wieder gängig machen. Und ja, also erstmal Reinigungsaufgaben beim alten Modell, weil so können wir die nicht ins digitale Zeitalter bringen. Also es hat sich gezeigt, die Achsen waren alle seitenverschiebbar, das heißt, die waren nicht verharzt. Es war wirklich der Anker war wirklich, hier war sogar weißes Zeug. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wir haben jetzt schon mal noch nicht perfekt, aber im Gegensatz zu eben, habt ihr ja gesehen, läuft das jetzt schon etwas besser. Wir werden jetzt noch weiter reinigen und vorbereiten. Beim weiteren Reinigen hat sich gezeigt, dass sich auch die Achsen der Vorlaufträder überhaupt nicht mehr drehen. Die sind auch fest. Da werde ich jetzt mal
jeweils einen Tropfen Isopropanol. So ein bisschen an die Achse machen und mal gucken. Ne. Da tut sich noch nichts. Ah, jetzt kommt's. Dauert immer ein klein bisschen, es muss ein bisschen einziehen. Wir haben schon die Laufflächen der Achsen gereinigt, damit das weiter einweichen kann. Jetzt tausche ich jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Haftreifen. Die Haftreifen habe ich jetzt getauscht, die sind sauber. Natürlich habe ich darunter die Laufflächen auch mit Alkohol gereinigt. Aber die Einwegzeit hat nicht gereicht. Die Vorlaufräder der Vorlaufachsen sind immer noch nicht willig, sich zu bewegen. Also die sind wirklich mal fest. Ah, jetzt kommen sie langsam. Ah ja. Ja, da werden wir noch weiter mit Alkohol ein bisschen spülen und reinigen müssen, bevor wir da nachher wieder neues Öl ran machen können. Die Reinigung ist abgeschlossen. Die Vorlaufräder drehen sich jetzt auch wieder selbstständig. Ich weiß nicht, ob man das einfangen kann. Den kann man leider nicht. Aber hier, da kann man wieder bei normaler Belastung laufen die wieder. Und wir fangen jetzt an, mit Uhrenöl den Antrieb neu zu ölen. Wir machen einen Tropfen wie immer nur auf die Welle der Zahnräder. Und nun kommt noch die Achsen. Ein wenig Öl. Das machen wir gleich, wenn wir hier die Blende abgezaubert haben noch. Da kommt an die Achsen auch ein bisschen Öl, bevor wir mit dem Einbau des neuen Motors beginnen. Ich bin jetzt vorsichtig mit dem Schraubendreher von der einen und von der anderen Seite untergegangen und habe vorsichtig das rausgehoben. Jetzt seht ihr auch, jetzt kommt man hier besser zum Ölen an die Achsen ran. Jetzt reinigen wir das alles und das kommt nachher wieder drauf, wenn wir das rote Kabel vom Decoder für den Schleifer anlöten. Ich kann das hier schon mal ein bisschen von überflüssigem Öl beseitigen. Und nun können wir auch besser die Achsen kommen. Nun sind wir fertig mit der Vorbereitung. Nun soll es damit beginnen, dass wir den neuen Antrieb einbauen. Wir setzen als erstes den Feldmagneten ein und nun haben wir zwei Anker bei dem 6044. Wir haben einen mit einem etwas längerem Zahnrad und einen mit etwas kürzerem. Wir müssen jetzt mal gucken, welcher hier der richtige ist von der Länge her. Aber ich vermute, wir nehmen den kürzeren. Dann nehmen wir wieder etwas Fett auf Zahnrad und Welle. Und was wir auch noch machen werden, gleich, wenn der eingebaut ist, bei den alten Loks ist hier so ein kleines Ölreservoir
Da machen wir natürlich auch noch was rein wieder. Nun schauen wir noch mal, welches das richtige Motorschild ist. Das passt nicht. Aber das passt. Und wir sehen, den Aufsätzen ist doch der falsche Anker gewesen, weil die Welle kommt nicht bis ganz nach vorne. Der ist, also der kurze ist es nicht, es ist doch der lange. Und nun steckt die Welle auch hier drin, kann man sehen, silberne. So können wir jetzt zusammenbauen. Jetzt müssen wir uns die Schrauben suchen. Ach, das sind die dicken. Wir brauchen die etwas dünneren. So. Na, so. Und hier oben brauchen wir jetzt noch die Massefeder mitunter, damit wir für den schwarzen Draht nachher auch einen sauberen Anschluss haben. Wir machen die nach unten, weil hier das schwarze Kabel dann direkt von unten daran gehen kann. So. Ganz vorsichtig nur mal probiert, ob es läuft. Das tut es. Das heißt, wir machen jetzt einen Tropfen Fett hier noch dran. Und dann machen wir noch Öl in das Ölreservoir. Und dann soll es mit dem Decoder weitergehen. Beim Decoder werden wir erstmal alle überflüssigen Kabel, die wir nicht benötigen, abschneiden, weil wir haben hier eigentlich nur weiß und gelb, den schwarzen, die beiden Motoranschlüsse und den roten für den Schleifer, den wir benötigen. Der erste Teil von der Verdrahtung hat stattgefunden, der weiße ist vorne dran gelötet, hier ist der schwarze dran, der rote ist hier schon durchgeführt, der gelbe, der muss natürlich jetzt hier einmal rum und da seht ihr den Nachteil dieser Kabeldecoder. Selbst wenn ich den Decoder hier ganz nach vorne schieben würde, das Kabel nicht ausreichen. Das müssen wir also verlängern. Das werden wir gleich mal machen. Aber wir werden wahrscheinlich, gucken uns das mal an, hier an dem Decoder einfach ein längeres anlöten, damit wir hier keine Muffer haben, weil mir das so nicht gefällt. Deswegen werden wir jetzt mit einem Skalpell hier ganz vorsichtig die Isolierung anschneiden, damit wir an die Lötstelle rankommen. Dann klappen wir das so hoch und dann kommen wir auch an die Lötstelle vom gelben Draht dran und können den jetzt verlängern. Ganz so einfach ist es wirklich nicht, aber er ist dran. Der ist jetzt auch lang genug, dass wir ihn hier rumkriegen. Ich werde das jetzt mal alles verlegen und einbauen und werde auch den Decoder mit Montageband in der Lok fixieren. Klebt nicht. Da müssen wir mit Alkohol noch reinigen, dort ist wohl noch schmutzig. So, als ich den gelben Draht verlängert habe, habe ich mich noch entschlossen, hier eine Kabelführung einzukleben, weil das dann sauberer ist und die Kabel hier nicht durch die Gegend schwirren. Der gelbe ist jetzt hier rumgelegt und hinten an die Beleuchtung angeschlossen. Wir werden jetzt noch unten den roten anlöten. Hier, da muss man aber vorsichtig sein, weil das Kunststoff ist und das sehr schnell schmilzt. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir die Lötstelle zügig warm bekommen.
schnell wieder weggehen und dann werden wir jetzt das Drähtchen leicht einkürzen und dann werden wir den vorverzinnen und dort anlöten. Beim Anlöten des roten Drahtes sollte man genauso schnell sein wie beim Ablöten. Wir können jetzt den überschüssigen hier reinziehen und setzen jetzt, klipsen das wieder fest drauf. Und nun sind die Bremsbackenattrappen wieder dran. Der rote Draht ist hier vorne drin. Ah, wir sehen, dass die Vorläufräder, die fangen schon wieder an zu blockieren. Da ist noch altes Fett immer noch drin. Das müssen wir noch mal weiter rauswaschen. Vielleicht legen wir die auch ein. Über Nacht mal in Spüli. Aber wir können jetzt aufs Programmiergleis gehen. Und wenn das die Kleinigkeit auch noch gelöst ist, dann sehen wir, wie die Lok gleich auf dem Testgleis fährt. Gute Beobachter haben gemerkt, es haben sich zwei kleine Fehler eingeschlichen. Der graue und der orange müssen bei Dampfloks vertauscht werden, damit sie auch richtig rumfährt. Und ohne dass ich natürlich den Schleifer, nachdem ich den roten Draht angelötet habe, unten wieder drunter baue, fährt die Lok nicht. Das waren die zwei kleinen Fehler. Habt ihr gut aufgepasst? Vielen Dank. Und nun geht's aufs Programmiergleis zum Programmieren. Da ist die wunderschöne kleine Dampflok im digitalen Zeitalter mit MFX-Decoder angekommen. Sie hat auch Lichtwechsel jetzt, Doppel-A-Licht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Projekt- und Teileliste wie immer unter dem Video und bis zum nächsten Mal.